So, Leute, willkommen zurück! Ich sag's immer wieder, neues Projekt und ich sag immer willkommen zurück. Wieso eigentlich? Willkommen zu Let's Play Super Mario Bros. 2. When Mario opened a door after climbing a long stair in his dream, another world spread before him and he heard a voice call for me. Ah, so schnell kann ich doch gar nicht lesen. After waking, Mario went to a cave nearby. To the surprise, he saw actually what he saw in his dream. Push Start. Er hat einfach einen Push-Start-Button gesehen, mehr nicht. Ja, Mario Bros. 2 für den Super Nintendo über Super Mario All-Stars. Ich habe mir jetzt einfach mal gesagt, komm, es ist Mario. Was soll daran so schwer sein? Was soll das so? Was macht denn das aus? Ja, wir können hier springen, wir können die ganzen Freaks aufnehmen und dann ineinander werfen. Das ist so das Gimmick dieses Spiels, also dieses Teils hier. Ja, wir können so ducken, können wir chargen und dann, Moment. Und dann können wir höher springen als sonst. Glaube ich zumindest. Ja, können wir. So, aber... lol. So, wir können natürlich wieder... ja, wir können auch so Combo machen. Den Viechern das auch an den Kopf werfen. Können eigentlich alles mitnehmen. Okay, aber das mit meinem Controller wird, glaube ich, noch lustig. Weil, ganz ehrlich, ich habe so einen Xbox 360, also so einen Xbox-Controller. Und, mag sein, ich habe jetzt gerade so eine Health-Upgrade eingesammelt. Ah ja, übrigens, das Spiel ist für mich bleiend, weil ich habe das damals, glaube ich, nie gespielt. Das ist einer dieser Teile, der bis auf Level 1 an mir vorbeigezogen ist. Level 1 habe ich damals gespielt, aber was danach noch kommt, ich weiß noch, dass es eine Wüste gibt, aber... mehr weiß ich auch schon nicht mehr. Es ist eigentlich schade, dass so ein schöner Teil an mir vorbeigezogen ist. Leben! Deswegen, das ist für mich blind und verspricht auf jeden Fall eine Menge Chaos. Koopa! Boah, oh! Ficken, hey, ich bin unverwundbar. Leck mich doch, ihr Ding. Das wird ja, ich bin unverwundbar. Die Musik ist hier toll. Ich stehe total auf die Musik irgendwie. Was ist hier? Geh weg. Oh. Okay, machen wir das schlauer. Ah! Okay, okay, so. Egal. Egal. Vergessen wir das. Hätte ich nicht mitnehmen. Hier ist noch so eine Tür. Gibt es noch ein Nerv-Upgrade für mich? Ja, genau in der Tür. Mann, habe ich ein gutes Auge. Super, das kriege ich nicht. Und die Münzen, damit können wir, glaube ich, wenn wir das Level beendet haben, in so einer Slot-Maschine noch versuchen, Leben zu gewinnen. Soweit ich das weiß. Ja, auf jeden Fall, das hier war auch das, was ich angesprochen hatte, von wegen neuem Projekt. Auf Super Paper Mario habe ich gesagt, ach komm, das kannst du auch später noch machen. Weil das ist ein großes Projekt, da brauchst du Zeit für. Und das hier ist auch Mario, nur eben halt nicht in RPG viel zu lange Style. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, versuchst du das mal. Hast du eh noch nicht gehabt. Du hast den dritten Teil mal gemacht, aber hast dann nie weitergemacht, du faules Stück Scheiße. Das habe ich mir gesagt. So, tschüss. Und mit meinem Controller wird das nachher echt noch lustig, glaube ich. Ich versuche das gerade mit einer Logstick zu spielen, irgendwie. Ah ja, Birdo. Hey, du Vieh. Ganz ehrlich, Nintendo, was habt ihr da genommen? Als ihr das Ding da erschaffen habt. Das da. Dieses hässliche Ding. Stirb aus. Ja, das habe ich letztens mal geübt. Wie gesagt, die erste Welt, oder das habe ich, glaube ich, gespielt damals. Und das war's. Oh, nix bekommen. Aber ich habe 6 Münzen. Geil. Oh, pff, Epilepsie. Oh. Aber 7 Leben, okay. Oh, oh. Schade. Woo, 2 Leben. Jetzt habe ich schon 9. Ja, so kann ich arbeiten. Einen habe ich noch. Suchtmodus. Nein, ich bin kein Suchtbolzen. Nie im Leben. Ja, wir können auch noch Luigi. Er kann irgendwie so ein bisschen gleiten. Toad ist irgendwie merkwürdig. Und Peach kann schweben kurz. Ich bleibe einfach bei Mario.
Aber ich denke mal, irgendwie hat das hier jeder mal gespielt. Von daher, bis auf ich. Ich bin derjenige, der es nicht gespielt hat. Da bin ich stolz drauf. Na, eigentlich, na, stolz. Es ist mir was entgangen, sagen wir es so. Komm her, du Vieh, ich weiß, dass ich dich mitnehmen muss. So. Ach, ernsthaft? Super. Ah, okay, du kommst wieder. Dann komm nochmal wieder. Komm her. Greif mich an. Los. Komm schon. Ach, jetzt auf einmal. Nee, das ist mir jetzt zu riskant. Da, das ist ja jetzt schon weg. Ich weiß, dass ich damit eine... So. Will jemand was? Du? Geh weg, du Fisch. Lol. Wie geht das Ding eigentlich noch weiter? So, hier mal hin. Mal gucken. Yes! Ich weiß auch, dass hier ein Warp Room ist, aber den ich nicht nutzen will. Weil ganz einfach cheap ass. Ach, Mano. Da kann ich... Die Dinger. An die kann ich mich noch erinnern. Aber ich will noch kurz meine Ruhe haben. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss. Also, ja. Captain Obvious was here. Ist hier drin was? Ja, gut, dass ich hier unten war. Das brauche ich doch. Von Leben kann man nie genug haben, Kenners. Gut. Denn jetzt geht der da Enrage. Der mag das gar nicht, dass wir seinen Schlüssel nehmen. We stole Phantos precious key. Und bis wir den verwenden, wird er uns verfolgen. Der geht einem so auf den Keks, glaubt mir. Nee. Meiner! Bringt mir hier unten zwar gar nichts, aber egal. Bombs? Ich kann toll sein damit, ich kann rumtrollen. Nein. Okay, gut. Bau! Okay. Alter, du bist eine kleine Sackratte. Wie, ach Mann, man kann ja nicht abspringen von der Leiter. Und, boah, nee. Das wird noch was. So. Gut. Wie viele Bomben gibt's hier? Okay, hier ist noch sowas. Ah, cool. Das ist doch schön. Steh ich drauf auf so einen Scheiß. Steh auf so einen Scheiß. So, ab dafür. Pff. Spostis. Moinsen. Komm, zack. In die Fresse. Ich will auch irgendwie alles überprüfen. Alles aus dem Boden ruppen, was geht. Okay. Eine Tür im Stein. Ach, schon wieder Birdo. Ja, ich glaube, den werden wir heute... Na, heute. Den werden wir noch öfter sehen. Ist mal ein bisschen weg. Machst mich ganz klaustrophobisch. Klaus. Ich könnte dich auch Klaus nennen, einfach. Ich weiß, dass du eigentlich weiblich bist, aber... Dennoch. Klaus, 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 Klaus. Ach, schade. Meins! Okay. Ich hatte zwar volle Energie, aber egal. 2 Coins und ja, 10 Leben schon. Geil. Oh. Einfach random. Ich meine, was kann ich schon groß... Ach komm schon, das sind 2-mal. Ah, okay. Einmal Sherry und einmal Stern gibt auch ein Leben. Okay, gut. Gut, kann ich mit Leben. Soll mir recht sein. So, das letzte Level von Welt 1. Von Welt Buenas 1. Doing. Ich will die ganzen Kirschen. Warum auch immer. Ich stehe auf Kirschen. Deswegen. Batz. Aber noch mehr stehe ich auf Erdbeeren. Ich liebe Erdbeeren. Oh, schon wieder genau getroffen. Und der Stern bringt mir jetzt hier... Ja, der bringt mir hier drin ein Anus. Ein Avianus! Och komm, so wertvoll sind mir die Dinger jetzt auch nicht. Meh, meh, Fisch! Oh. Was hab ich denn da? Whoa! Ah, hier könnte man, glaube ich, sogar einen Glitch herbeirufen. Mit Phanto.
Soweit ich das weiß, den kann man denn hier nämlich killen insgesamt. Und dieses Ding hätte ich jetzt gebraucht, diesen Trank da. Den hätte ich gebraucht, um diesen, um zur Warp Zone zu kommen. So. Nämlich hätte ich den Trank hier benutzen müssen. Und dann wäre diese Röhre hier eine Warp-Pipe gewesen. Aber relevant. Ja, jetzt geht's nämlich quasi... Ich sag mal, das ist ein Dungeon einfach mal. Ich sag's mal so kackendreist. Da müssen wir jetzt ganz nach oben. Müssen auch diesen Sprung hier verwenden. Der einem... Was? Wie soll ich denn da hochkommen? Okay, ich komme da nicht hoch. Ach so, nee, ich muss auch die Dinger da mitnehmen. Ja, Shadow, du brauchst definitiv Vitamin A wie Anos. So. Was soll man wetten, dass das hier falsch war? Nee, aber... Nee. Scrolling Shit. Zäh! Genau. Da geht das jetzt nämlich wieder los, der Spaß. Oh ja. Phanto. Boah, ich finde das aber dieser Effekt geil, wenn der so die Augen da leuchten. Tschüss. Tschüss, Spasti. Ich rausch mal ab. Ich hoffe, da hast du nichts gegen. Geh mir mal weg. So. Jetzt muss ich damit ganz nach unten, das weiß ich noch. Gott, stirb! Oh. Ja gut, wir können den Schlüssel nämlich auch als Waffe benutzen. Wenn uns irgendwas auf den Keks geht, können wir das Ding demjenigen an den Kopf werfen. Okay, das ist böse. Nein! Oh. Schaffe ich das? Ja, gut. Okay, und ab dafür. Alter, knappe Sache. Gut, dass man so... Dass man hier nicht so wenig unbedingt unverwundbar ist in dem... So diese Unverwundbarkeit nach Treffer. Kennt ihr ja. Das, was bei Mega Man nicht unbedingt existiert. Stimmt aus. Ach ja, das andere Ding habe ich auch getroffen. Ne. Geil. So, Boss. Jetzt geht's auf zum Boss. So, erstmal müssen wir da hin. Ich werde wahrscheinlich jetzt gleich eh mein erstes Leben verlieren, weil ich nichts mehr übrig habe. Ich muss erstmal hier aufmachen. Ernsthaft? Alter, dreh nicht durch! Genau, den müssen wir nämlich... Alter, wie viele von den Dingern hast du? Da, ganz behalten. Zack. Ja, komm, geh da hin. Na, schade. Mann! Ah, shit, das meine ich! Wenn ich nämlich mich nicht bewege, dann wirft er die nämlich nicht richtig. Das ist so kacke. Das wird auch mir noch so zum Verhängnis nachher. Glaube ich zumindest. Komm her. Komm. Och, wenn ich ihn direkt von der Wand stehe, kriege ich das auch nicht geschissen. Komm, mach du mal. Wirfst doch so gerne. Dankeschön. Brr. Yes! Hüt! Schade, dass ich ihn nicht aufnehmen kann und dann wegwerfen kann. Das wäre cool. So, bleibt da mal. Genau. Hua! Okay. Zack! Und der trifft hoffentlich. Yay! Pff. Sieht noch ein bisschen scheiße aus. Geringfügig. Und da geht auch mein erstes Leben futsch, wie toll.